Hallo, guten Tag, Herr Schwing, bitte. Hier spricht Hanna Weber von Qualitätsabteilung von DNCA-Firma. Ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung in Online-Trading oder nicht? Ja, wen wollten Sie sprechen? Sie bitte? Wen wollten Sie sprechen? Vielleicht Gerhard Hübschrauber sind Sie? Nee, das ist falsch. Also, Sie haben mit dieser Telefonnummer Registrierung gemacht bei uns. Und hier ist geschrieben E-Mail-Adresse mit Gerald Hubschrauber, aber Ihren Namen und Nachname, Sie haben ausgefüllt Lorioris Schwingtitte. Ja, genau. Herr Schwingtitte, das ist richtig, ja. Ah, okay, kein Problem. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es schon gehört. Intelligenz gibt's heute wieder ganz woanders. Hier bei uns auf dem Kanal natürlich nicht. Heute gibt es wieder zwei Telefonate mit, zwei unfassbar seriösen Callcentern. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und ja, Sie haben in unserem Firma, wie ich schon gesagt habe, Registrierung gemacht. Und für das, Sie haben ein Handelskonto, wo wir haben dort Bonusgeld gelegt, damit Sie beginnen mit dieser Geld, also probieren zum Handeln, ja? Und profitieren. Ja, ja. Ja, und einfach, ich möchte wissen, ob Sie zusammenarbeiten möchten und weitermachen möchten, auch dieser Bonusgeld bekommen möchten, oder? Ja. Okay, wissen Sie, ne, worum es geht? Also es geht um Handeln und wenn wir zusammenarbeiten, ich werde Sie Finanzexpert geben, damit Sie alles mit unserem Expert machen, damit Sie keine Fehler machen, ja? Und Sie werden nicht allein sein in dieser Plattform und unser Finanzexpert wird alles Ihnen helfen. Ja, und für das zuerst, Sie brauchen ein aktives Konto haben, also Handelskonto. Und ich bin ja Kontoberaterin und wir brauchen zusammen zuerst Ihr Konto aktivieren. Ja. Auf Ihrem Konto jetzt steht auf Ihrer Balance 300 Euro. Jetzt steht auf Ihrer Balance, nach der Aktivierung, Sie können das Geld bekommen, benutzen, auszahlen, also investieren, was Sie möchten, okay? Also ich habe da jetzt 300 Euro auf dem Konto. Wie bitte? Ich habe da 300 Euro auf dem Konto, oder wie? Ja, Sie haben 300 Euro Bonusgeld auf Ihrer Balance. Das Sie haben von unserer Firma bekommen. Also wir haben es Ihnen gegeben wie ein Motivation, ja, damit Sie weitermachen und zusammenarbeiten müssen, okay? Aha. Und wenn wir zusammen Ihr Konto aktivieren, Sie können also das Geld, diese 300 Euro Bonus, bekommen. Ja. Okay. Und bitte sagen Sie mir, welche Karte benutzen Sie, Master oder Visa-Karte, damit ich Ihnen sage, mit Minimalpreis für Aktivierung. Ich habe nur meine Sparkassenkarte. Sparkasse, aber es ist Master oder Visa? Nee, gar nichts. Maestro? Nee, vielleicht. Ja. Weil Sparkassenkarte hat Debit, Kredit oder Master, Visa. Ja, nee, Debit. Weil für Aktivierung Sie brauchen ein Master oder Visa-Karte haben. Und danach, wenn Sie werden profitieren, Sie werden es auf Ihre Karte bekommen, das Geld. Hallo? Ja. Ja. Und wenn Sie haben keine Karte, leider, Sie können nicht das Geld bekommen auf Ihrer Karte oder diese Bonusgeld auch bekommen. Ich muss im System stellen, Karte Daten, damit Sie immer und regular diese Profit bekommen können auf Ihrer Karte. Und auch für Aktivierung ist es unbedingt. Ja, aber eine Kreditkarte habe ich nicht. Wie bitte? Eine Kreditkarte habe ich nicht. Okay, haben Sie Kreditkarte? Nein. Und Sie haben Sparkasse, ne? Ja. Ja, und können Sie jetzt anschauen und sagen, was steht auf Ihrer Sparkassekarte? Master, Visa oder Maestro? Ich habe keine Kreditkarte. Sparkasse ist was? Ja, Sparkasse ist eine ganz normale Bank. Ja. Ja. Und haben Sie keine Karte? Doch, aber keine Kreditkarte. Okay, dann leider, wir können ohne das nicht Ihr Konto aktivieren und diese Bonus Ihnen geben. Aha, na dann. Okay, Dankeschön, auf Wiederhören. Hallo? Hallo? Ja, was denn? Hallo? Ja, was denn? Ich spreche mit Schwingtitte. Ja. Ja, okay, bitte sagen Sie mir. Ja, machen wir Aktivierung, möchten Sie Geld bekommen oder nicht? Na, gerade haben Sie doch gesagt, das geht nicht. Ja, ohne Karte, es geht nicht. Also
Also, das ist jetzt hier kein Déjà-vu, kein Fehler. Die hat einfach, ja, sich verabschiedet und von vorne ihr Skript angefangen. Und nochmal das Ganze wiederholt. Also, so richtig, wie man sich schizophrene Menschen vorstellt. Die fängt nochmal von vorne an. Also, exakt nochmal von vorne. Ja, lassen wir sie mal machen. Methoden haben Sie? Haben Sie PayPal zum Beispiel, Online-Banking? Nur Online-Banking kann ich machen, ja. Aber da haben Sie ja gesagt, das geht nicht. Ich brauche eine Kreditkarte. Ja, weil mit Master- und Visa-Karte die Aktivierung kostet 100 €. Also das heißt, Sie brauchen 100 € weiterleiten auf Ihre Balance, wo steht 300 €. Und wenn Sie es machen, dann es wird automatisch aktiv sein. Aber mit Online-Banking oder mit PayPal, diese Aktivierung ist 250 €. Wenn Sie möchten, aktivieren Ihre Balance mit 250 €, ist es möglich, mit Ja Online-Banking zu machen. Also Sie werden nach der Aktivierung auf Ihrer Balance sehen 250 plus 300 €. Ja, nö, aber wenn ich da mehr zahlen soll als jemand mit einer Kreditkarte, dann nicht, nee. Ja, mit Kreditkarte, ich habe gesagt, es ist 100 € Ja, genau, und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber mit Online-Banking ist es 200 €. Das heißt, es ist für Sie Also besser mit Kreditkarte. ich würde maximal mit Online-Banking auch 100 € bezahlen. Mit Online-Banking, mit 100, okay, ich werde zu meinem Manager fragen, ob es ist möglich. Moment, bitte bleiben Sie erreichbar. Moment. Herr Schwing, bitte. Ja. Ja, ich habe gefragt zu meiner Managerin, es gibt eine Applikation, wir können mit Hilfe dieser Applikation Ihre Balance aktivieren mit Online-Banking und mit 100 €, wenn Sie möchten. Bedeutet also jetzt im Umkehrschluss, wenn ich mich noch zusätzlich mit Anydesk bescheißen lasse und meine Daten damit preisgebe und ich somit nicht mehr anonym sein kann und die vielleicht noch irgendein Virus auf meinem Computer installieren dürfen, dann darf ich mich auch nur mit 100 € bescheißen lassen, indem ich mein Geld überweise und das dann nie wiedersehen werde. Ja, genau. Wem war das vorher schon klar, wenn sie ihre komische Chefin fragt, ob das okay ist, wenn ich weniger einzahle, dass das Ganze dann doch irgendwie durchgeht? Ja, und da der Kunde jetzt in der Bittstellung ist, versucht man hier, sich einfach noch daran zu bereichern, indem man noch einen kleinen Datendiebstahl über einen Computer wahrscheinlich vollziehen möchte oder irgendwie sowas in der Art. Und dann, Sie werden auf Ihrer Balance sehen, 100 plus 300, zusammen 400 €. Ja, aber was denn für eine Applikation? Aha, es heißt Switcher. Wissen Sie über diese Applikation Switcher? Nö. Nee. Haben Sie Anydesk-Applikation, Herr Schwingtiger? Nö, habe ich nicht Mit und werde ich auch nicht installieren. Okay, kein Problem. Dann, Sie brauchen es selber machen. Ich habe gefragt, Anydesk, weil immer ich helfe unseren Kunden, damit sie keine Fehler machen. Aber natürlich ist es die Entscheidung. Können Sie es alleine machen, die Teil von Aktivierung? Ja, alleine Geld überweisen kann ich. Ja. Okay. Sie brauchen Registrierung machen und dann Aktivierung. Na wie? Und Ich dachte, ich bin wenn Sie schon an registriert und auf meinem Anydesk Konto sind schon 300 € drauf. Ja, aber es ist nicht aktiv. Zuerst Sie brauchen aktivieren Ja, aber und dann verstehe ich danach. das mit der Registrierung nicht. Wo ist denn da denn der Unterschied? Also Registrierung heißt nur, Sie brauchen stellen Ihren Namen, Nachnamen, zum Beispiel Adresse, solche Informationen, ja? Weil Sie haben schon in unserem Firma Registrierung gemacht, aber für Ihr Konto, wir brauchen diese Aktivierung, ja? Aber Damit wenn ich Sie doch schon Ihr registriert Bonusgeld bin, bekommen dann können. verstehe ich nicht, warum ich mich nochmal registrieren Es muss. ist im System, es ist so, ja, das mache ich nicht. Wenn ich mache, ich habe Ihre Daten, ich kann es selber ausfüllen. Aber das brauchen Sie machen von Ihrer Seite. Und wenn es ist ein bisschen Problem für Sie, mit Hilfe Anydesk, wir können es zusammen erledigen. Ja, Anydesk ist ein Problem, ja. Okay, vielleicht sind wir. Ja, ist genau so ein Problem, ist ja das Gleiche. Ja, kein Problem. Dann, haben Sie WhatsApp?
Ja, aber das gebe ich auch nicht weiter. Ja, mit dieser Telefonnummer, Sie haben keine WhatsApp. Ja, richtig. Ja. Ja, ich kann Ihnen einen Link schicken und Sie können selber es aktivieren. Ja. Ja, wie schicke ich diesen Link? Können Sie mir eine Telefonnummer geben, wo Sie haben WhatsApp? Nee. Nee, und wie schicke ich? Na, per E-Mail. Per E-Mail, Sie haben hier geschrieben, gerhard.hubschrauber@mdccfan.com.de. Es ist die funktionierende E-Mail-Adresse? Nur .de, nicht .com.de, nur .de. Also, gerhard.hubschrauber@mdccfun.com? Nee, .de. .de. Also, es ist funktionierende E-Mail-Adresse. Ja. Okay, dann, ich bin Hanna Weber. Wenn Sie möchten, Sie können es selber machen. Und ich werde Ihnen einen Link schicken und Sie brauchen es auswählen, okay? Ja. Ja, E-Mail ist ohne DE, ja? Nee, nur DE am Ende. Ah, ohne com, okay. Ja. Okay, Herr Schwinkitzer, bleiben Sie erreichbar, ich werde jetzt Ihnen schicken. Ja. Okay, wenn Sie haben Fragen, Sie können mir per E-Mail zurückschreiben. Na, ich dachte, Sie bleiben so lange dran, bis ich das überwiesen habe. Wie bitte? Ich dachte, Sie bleiben so lange am Telefon, bis ich das überwiesen habe. Kein Problem, ich kann bleiben. Moment. Ja. Ja, ich kann gleichzeitig Ihnen sagen, wo müssen Sie etwas schreiben. So, ist die E-Mail schon da? Nee, ist noch nicht angekommen. Wie bitte? Die E-Mail ist noch nicht angekommen. Ja, ich habe es noch nicht geschickt. Wenn ich schicke sie, ich werde sagen, ja? Ach so. Moment. Aha. Und ist schon raus, die E-Mail? Ja? Weil ist noch keine da. Beim Spahn liegt auch noch keine. Hallo? Ist da keiner mehr? Hallo? Hallo? Ja? Ja. Moment. Ich schicke Sie auch Ihre eigene Wallet, damit Sie das Geld weiterleiten auf Ihre Balance, okay? Nicht wie? Also, Sie schicken mir die Kontodaten, wo ich das Geld hinüberweisen soll. Ja, nicht Kontodaten, sondern Ihr Wallet. Mit dieser ich habe doch aber gar keins. Sie haben? Nee. Wie ich schon gesagt habe, Sie haben 300 Euro Bonusgeld in unserer Firma. Ich habe geschickt, bitte prüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Na, aber ich habe doch gar kein Wallet. Sie haben Wallet, wo steht 300 Euro in unserem Firma? Ja, aber das ist ja dann nicht meins. Es ist ein Bonusgeld. Es ist ja ein Bonusgeld und nach der Aktivierung, wenn Sie weiterleiten, nee, also doch. Zum Überweisen brauche ich ja eine IBAN. Nein, mit dieser Applikation, wenn Sie klicken, Sie werden sehen, was steht, ja? Nee, dann geht mit das IBAN, nicht. Wenn Sie werden einen Kredit- oder Debitkarte haben, es wird so funktionieren. Aber wenn Sie haben gar keine Karte, mit Online-Banking nur in die, also es funktioniert nur diese Variante. Nee, wenn Sie klicken, nicht. Ja, öffnen Sie diesen Link, das ich habe geschickt, Switcher heißt. Ja, brauche ich ja dann nicht, geht ja nicht. Wie bitte? Ich sagte, brauche ich nicht, geht nicht. Okay, kein Problem, dann bitte, Sie werden ein bisschen früher sagen, ja, weil, mein Zeit ist, nicht so. Ja, weiß ich doch nicht, was ihr da, ich dachte, ich krieg jetzt Überweisungsdaten, eine IBAN, ich brauche eine IBAN, wo ich überweisen kann. Alles andere mache ich nicht. Mit IBAN, es wird so, wenn Sie werden 250 Euro machen. Aber wenn Sie möchten weniger, 100 Euro, es gibt nur diese Variante. Nee, ich mache 100 Euro mit Überweisung, ansonsten mache ich gar nichts. Nein, leider. Nee, dann okay, nicht. Okay, leider. Also Sie können nicht, Sie haben nicht IBAN in unserem Firma, Sie haben ja, dann ein geht's Wallet. Nicht. Ja, dann geht's nicht. Kein Problem, auf Wiederhören. Hallo? Ja, was denn? Ja, was denn? Hallo? Ja, was denn? Ja, was machen wir jetzt? Bitte sagen ja, nix, Sie mir. Ja, nix, habe ich doch jetzt schon gesagt. Wenn ihr keine IBAN okay, habt, dann nicht. Okay, auf Wiederhören. Also nach Intelligenz muss man hier, glaube ich, nicht fragen. Die hat jetzt tatsächlich das dritte Mal auflegen wollen und das dritte Mal nochmal nachgefragt.
Erst beim vierten Mal auflegen wollen, hat sie tatsächlich dann auch aufgelegt. Eieieiei. Tja, und dann beim Bescheißen auch tatsächlich noch Ansprüche stellen wollen. Tja, das wird einfach was damit zu tun haben, dass sich das nicht lohnt, wenn man dann nur 100 Euro auf dem Bankkonto überweist. Und tja, der Mittelsmann, der das Geld dann weitertransportieren soll, der will ja auch was vom Kuchen abhaben. Und der wird wahrscheinlich nicht mit 10 Euro oder so zufrieden sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. Was ich euch allerdings sagen kann, dass dieses Gespräch nichts anderes hier als merkwürdig und sehr unseriös war. Mit Seriosität hat das hier überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Hm? Sprich mit Sven Feger. Ja. Hallo? Ja. Der Sven Feger, wie geht's denn? Alles gut bei Ihnen? Ja, alles schick. Super. Herr Sven Feger, ich melde mich von Online-Handeln. Sie haben sich bei uns registriert, bei dem Aliens Group. Mhm, prima. Wie bitte? Prima. Prima. Hm? Ja, haben Sie daran Interesse oder nicht? An was denn genau? An, also online zum Handel, also mit dem Bitcoin, mit dem Kryptowährung, mit Aktien zum Handel. Ja, zwei Varianten. Wie bitte? Mal gucken. Ich habe eine Frage, ja? Ja. Warum haben Sie so eine Nummer? Die lautet einmal 4994. Ja, was ist denn mit der Nummer? Ihre Nummer, meine ich. Also die einmal 493941 lautet. Welche Nummer ist das? Die meine. Ihre Nummer. Was ist sonst? Sie reden doch mit mir. Ja, aber ich höre mich ja doppelt. Warum? Ja, weiß ich doch nicht. Okay. Haben Sie schon mal gehandelt oder nicht? Hallo? Was denn? Ob Sie schon mal gehandelt haben oder noch nicht? Haben Sie schon mal... Bis jetzt noch gar nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Okay. Dann machen wir es so, haben Sie vielleicht WhatsApp unter diese Telefonnummer? Haben Sie WhatsApp? Nee. Sie haben kein WhatsApp, ja? Nee. Wir haben hier einmal eine E-Mail. Ja. Die lautet einmal schaden.steinfeger@mdccvn.de. Ach so. Ist das Ihre E-Mail? Ne, ist richtig, ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Ja, also Herr Steinfeger? Mhm. Nehmen Sie das nicht alles auf? Wie bitte? Also, Sie haben ja eine E-Mail unter die mdccvn.de. Sie nehmen doch alles auf, oder nicht? Nee. Sicher. So, was hätte ich denn davon? Ich weiß nicht, ich will echt Geld verdienen. Ach so. Hm. Oder? Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Also, ich weiß nicht, wie Ihr Name ist, aber Sie heißen 100% nicht Schwan Steinfeger. Das ist nicht Ihr Name? Schon. Ich weiß nicht, wie Sie heißen. Wie bitte? Schon, Steinfeger. Das ist nicht Ihr Name. So. Das ist nicht Ihr richtiger Name, 100%. Sie haben sich schon registriert, einmal alle Gespräche aufzunehmen und auf mir zuzustellen oder ich weiß nicht was Sie davon bekommen oder so. Das machen Sie zu 100%. Wie kommen Sie auf so etwas? Wie bitte? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Ja, und Ihre E-Mail-Adresse. Was damit? Sie haben ja eine E-Mail-Adresse, die lautet schaden.steinfeger@mdccvn. Und das ist ja von die Telekommunikation. Ja, und? Wo ist jetzt das, ja, das Problem? Ich dachte mir, Sie nehmen das alles auf, oder nicht? Wie meinen Sie das?
das Gespräch zum Beispiel, dann nehmen sie alles auf. Was hätte ich davon? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Aber sie machen das nicht, ja? Ja, was habe ich davon? Ich weiß nicht, ich weiß nur einfach so. Also, das machen sie nicht, ne? Nee, warum? Okay. Dann so, Herr Stenzinger, wir brauchen einmal Ihre Ausweis, damit wir Sie einmal zu verifizieren, erstmal. Mhm. Damit wir Bescheid wissen, mit wem wir sprechen und ob Sie das Herr sind. Ja. Können Sie einmal Ihre Personalausweis uns einmal senden? Für welche Seite denn? Ich weiß ja gar nicht so richtig, worum das geht. Also es geht ja um Onlinehandel. Sie wollen doch Geld verdienen. Und deswegen haben Sie sich auch nicht registriert. Ja. Bei uns. Mhm. Ja, genau. Und ich melde mich jetzt bei Ihnen, damit ich Ihnen weiter zu begleiten bis zum Ende. Bis Sie bei uns einzahlen und nachdem bekommen Sie einen Broker zu handeln oder zum Beispiel zu gehen mit dem automatischen System zum Handeln. Mhm. Oder haben Sie vielleicht eine Kreditkarte? Jo, und das war's dann mit dem Gespräch. Keine Ahnung, wie der da drauf gekommen ist, aber wahrscheinlich werden meine Daten da schon irgendwo im Umlauf sein, dass die ganz genau wissen, wer da anruft, wenn sie bestimmte Daten sehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht auch das rote Lämpchen an. Die Zeitschriftenverkäufer oder die Stromverkäufer, die haben hier grüne Lampen, dann werden die wohl rote Lampen in ihrem Callcenter hängen haben. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt noch ein bisschen was in die Kommentare. Wer mag, kann den Kanal auch gerne abonnieren. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit jede Menge Bums auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.